Ich schicke euch herzlichste Grüße aus dem schönsten Land Afrikas, die Perle Afrikas, Uganda. Und wer schon einmal hier war, wird es bestätigen. Ich bin so dankbar, dass Gott mich noch mit 60 Jahren nach Afrika geschickt hat, um dort, ohne dass ich vorher wusste, was er vorhat, Tausenden von Kindern helfen darf. Bisher durften wir mit der Hilfe von vielen, vielen wunderbaren Partnern aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und auch einige aus Amerika, durften wir 12.000 Kindern die Schule ermöglichen. Und wir erleben jetzt immer wieder schon von Abgängern, die schon fertig sind mit der Universität, wie dankbar sie sind, dass wir ihnen eine Lebensmöglichkeit gegeben haben, wo sie selber sich ein sehr schönes Leben gestalten dürfen. Ich bin so dankbar für alle Paten, die da mit uns stehen, schon so viele Jahre, die geben und die uns auch die Kinder besuchen kommen. Es gibt keinen für mich bewegenderen Augenblick als Mutter, wenn diese Paten ihre Kinder treffen. So viel Liebe fließt da und es bleibt kein Auge trocken, wenn diese Paten, die sich dieser Kinder erbarmen, dieses Kindlein in Fleisch und Blut umarmen dürfen. Auch jetzt warten wieder 800 Kinder auf Paten und wir sind sehr dankbar für jeden, der mit uns steht und der uns hilft, diese Not dieser Kinder, und wir prüfen alle Situationen sehr genau, ob es wirklich eine notwendige Situation ist. Aber wenn du helfen willst, dann bitte sei mutig und entscheide dich. Du wirst sehen, Gott wird dich segnen. Du wirst Gebete bekommen, die du noch nie bekommen hast. Denn diese Kinder beten schon aus Eigennutz, dass es dir gut geht. Wir durften bisher viele Schulen bauen, Krankenhäuser, Kindergärten, Waisenhäuser, ganz viele Berufsschulen. Wir durften Brunnen graben, einen riesigen Gebetsberg errichten, wo wir auch viele Konferenzen haben für die Leiter aus Wirtschaft, aus der Kirche und aus der Politik. Es ist ein Wunder ohne Ende, dass wir tun dürfen, was wir tun. Gott segnet dieses Werk und ich kann nur sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wir sind natürlich auch extrem dankbar für das gute Team, das Gott zusammengestellt hat. Bisher sind ca. 430 Mitarbeiter, die regelmäßig ihre Gehälter bekommen, aber über 200 noch Bauarbeiter kommen da dazu. Von denen sind 7 Europäer, 30 Volontäre und der Rest sind alles Afrikaner. Es ist auch mein Traum, in den nächsten 5 bis 10 Jahren dieses Werk in afrikanische Hände zu übergeben. Ich bin so dankbar für die jungen Leiter, darunter ist auch mein Sohn Patrick, der sich wunderbar entfaltet, sehr fleißig ist, sehr treu, und seine liebe Frau Damaris, aber auch viele andere, die jetzt schon viele Jahre mit uns dienen, möchte ich gern noch sehen, wie sie das Werk übernehmen und wie sie mit diesem Werk noch weitere Erfolge erzielen können im Reich Gottes. Es ist unser Traum, noch ganz viel Land zu erwerben, um eine riesige Landwirtschaft aufzubauen, denn das Essen ist sehr teuer für diese vielen Kinder. Bisher durften wir eben 12.000 Kindern schon die Schule ermöglichen, 5.000 sind schon fertig und 7.000 sind jetzt noch im Werk und werden monatlich bezahlt, damit sie zur Schule gehen können. Ich freue mich so über dieses herrliche Team, das in Einheit voranmarschiert und das weiß. Ich bin nicht der Initiator dieses Werkes, sondern es ist Gott selbst und er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist allmächtig und ihm dienen sie. Wir sind ein Team unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Wir dürfen jetzt auch zu den Allerärmsten im Norden von Uganda dienen, in Karamoja. Wir haben jetzt gerade werden jetzt bald fertig mit einem Kindergarten für 100 Kinder, jetzt am Anfang. Er wird jetzt dann für 300 hergerichtet. Ein großes Zentrum, wo wir auch eine Mehrzweckhalle haben, wo wir auch Schulungen geben, Ärzte einladen. Diese Menschen sind sehr arm und haben es notwendig, auf allen Gebieten geholfen zu werden. Wir wollen auch eine Gebärklinik bauen. Und ein Team Israelis wird jetzt mit mir
oder zieht schon in den Norden mit mir, die ihnen zeigen, wie sie die Wüste mit dem Tropfsystem fruchtbar machen können. Wir haben schon viele Brunnen gegraben, aber jetzt vertrauen wir, dass der Herr uns noch einen Weg zeigt, um das Regenwasser, das 3-4 Mal im Jahr sehr massiv kommt, kurz und schnell, aber dass wir das im Land behalten können mit riesigen Teichs und Dämmen. Ja, es ist aufregend, in meinem Alter noch so eine Arbeit tun zu dürfen. Ich habe den Eindruck, Gott hat nicht viel Respekt vor Geburtsscheinen, denn bald ist mein 80. Geburtstag, aber ich fühle mich wie 45 und das sind diese wunderbaren afrikanischen Kinder, die Treibenden, die mir so viel Freude geben, so viel Kraft, so viel Liebe, so viel Zuversicht und die mir helfen, jeden Tag mich zu freuen, dass ich leben darf. Ich bitte euch, dass ihr uns mal besuchen kommt und euch selbst überzeugt, ob ich die Wahrheit gesprochen habe. Denn alle, die schon da waren, sind bereichert nach Hause gefahren mit einer neuen Lebensdimension, vor allem wie wichtig es ist, dass Gott im Zentrum unseres Lebens ist. In Uganda gibt es ganz viele Gläubige. Wir haben 80% Gläubige, also wirklich Christen verschiedener Konfessionen, aber wir leben sehr harmonisch miteinander. Und die Menschen lieben zu beten, sie haben es im Blut, Gott anzubeten, zu trommeln, zu singen, zu tanzen. Und es ist eine Dankbarkeit hier. Trotz Armut sind die Menschen viel dankbarer und glücklicher wie in manchen Orten in Europa. Und bin ich einfach von Herzen dankbar, dass Gott mir, wo andere schon in Pension gehen, erst den Durchbruch für meine Berufung gezeigt hat, eine Mutter für die Nationen zu sein. Und genieße diese Freude und diese Dankbarkeit der Menschen hier. Ich war noch nie so geliebt in einem Land wie hier in Uganda. Und ich liebe auch die Uganda sehr und habe seit einigen Wochen den ugandischen Pass. Ich durfte mit Genehmigung der österreichischen Regierung eine Doppelbürgerschaft annehmen. Und so habe ich jetzt die ugandische Staatsbürgerschaft und die österreichische. Und freue mich sehr, jetzt auch zu diesem Land zu gehören. Ich habe auch gleich dann 1,5 Hektar Land gekauft mit viel Wasser drauf, wo wir ein großes Gebiet auch bewässern können. Es ist, ja, ich kann euch nur sagen, das Beste liegt noch vor uns. Und Gott hat wunderbare Pläne für jeden von uns. Wir müssen uns nur ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, reduziere mich zu null, sodass du alles sein kannst. Ich freue mich so sehr, dir heute Grüße schicken zu dürfen und lade dich herzlich ein, einmal zu überlegen, ob du nicht einen Urlaub in Uganda verbringen solltest. Shalom, shalom.